Hallo aus unserer Aquaristikabteilung. Heute soll es um was ganz Kleines und Filigranes gehen, nämlich um Zwergbärblinge der Gattung Boraras. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, hier stehe ich schon vor dem ersten Aquarium, wo wir zum Beispiel jetzt hier den Boraras maculatus drin haben. Der ist jetzt noch ein bisschen blass um die Nase, Licht ist ja gerade erst angegangen. Na, das ist wirklich ein ganz kleiner Fisch, den ihr am besten in Schwärmen ab einer Größe von 8 bis 10 Tieren haltet. Wird maximal so 2,5, wenn überhaupt mal 3 cm groß, der Vertreter. Na, das ist der maculatus, das ist der gefleckte Zwergbärbling, ne? Der hat ganz charakteristisch hier vorne so einen großen Fleck im vorderen Bereich, einen kleineren im hinteren, bisschen was an den Flossen. Deshalb Boraras maculatus. Kriegt so ein ganz zartes Rot noch mit dabei. Ist so, ich sag mal, der einfachste und ich sag mal, ständig verfügbare Vertreter der Zwergbärblinge, der Gattung Boraras. Bärblinge kommen ja meistens aus dem asiatischen Bereich, so eben auch der Boraras maculatus. Eine Art, die so in Asien, Myanmar verbreitet ist, schon in kleinen Aquarien gehalten werden kann. Eine 60er Kantenlänge ist für den schon vollkommen in Ordnung. Von mir aus so eine 10er, 15er Gruppe kann darin schon gut Platz finden. Der Fisch liebt es, wenn es schön dicht bepflanzt ist, das Aquarium nicht zu hell ist. Wenn da auch ein bisschen Moos drin ist, das ist ein Freilaicher, die legen so bis zu 50 Eiern. Bei der Art ist es eben so, dass ihr auch schon gucken solltet, eine Heizung im Aquarium zu haben, also 24 bis 26 Grad sind ideal für ihn. Ihr könnt ihn auch super gut eben mit Zwerggarnelen vergesellschaften. Das ist ein ganz beliebter Fisch, den ihr super gut so mit Zwerggarnelen der Gattung Neocaridina und Caridina, da haben wir auch schon mal ein Video für euch drüber gemacht, das verlinken wir euch auch nochmal. Den könnt ihr super gut mit diesen Garnelen zusammenhalten. Na, das ist wirklich, wirklich was Filigranes, was euch da auch nicht wirklich viel Nachwuchs wegfrisst. Na klar, es kann mal ein ganz bisschen Garnelennachwuchs von den größten der Vertreter hier von den Zwergbärblingen vielleicht gefressen werden, aber das ist ganz, ganz selten. Was der Fisch außerdem liebt, ist ein nicht zu alkalisches Wasser. Das heißt, ein pH-Wert, der sollte schon ein bisschen unter 7 liegen. Ich sag mal so 6,5 bis 7. Das ist ein Fenster, was der super schön findet. Habt immer schön ein bisschen Seemandelbaumblätter drin, gerne Huminstoffe. Sogar in einem Schwarzwasser-Aquarium, da fühlt er sich richtig wohl und da zeigt er halt auch nochmal richtig viel Farbe. Von daher totaler Weichwasserfisch mit einem schwach sauren Wasser. Und dann habt ihr an dem schön lange Freude. Die werden nämlich so um die 5 bis 7 Jahre alt, wenn alles gut geht. Meistens ist es ja so bei Schwarmfisch, das sagte ich ja auch irgendwann schon mal, nach 4, 5 Jahren werden die Schwärme schon ein bisschen kleiner, dann muss man mal ein bisschen wieder aufstocken. Oder man hat vielleicht auch Zufallsnachzuchten, da es eben ein Laichräuber ist, wird er sich jetzt nicht explosionsartig bei euch im Aquarium vermehren, sondern ihr habt dann, ja, vielleicht, wenn es richtig verkrautet ist, ab und an mal so einen kleinen Fisch damit schwimmen, wenn die auch genug feinste Nahrung, Infusorien und sowas dann bekommen. Gut, Infusorien müsste man jetzt zuführen im Aquarium. Da gibt es aber auch Zuchtansätze. Das wäre auch kein Thema, wenn man die dann wirklich mal gezielt hinsetzt, sich ein paar und die nachzüchten möchte, kann man sowas natürlich auch mit ganz feinem Lebendfutter machen. Wie gesagt, ihr braucht ein richtig schön feines Futter. Hier habe ich auch schon das passende Produkt für euch gerade zugespielt bekommen. Das ist jetzt hier ein Color Mikrogranulat aus der Oase Organic Serie. Das könnt ihr super gut verwenden. Das ist richtig schön klein, das könnt ihr gut fressen. Sonst von Sera das Immun Pro Nature Mini geht natürlich auch super. Aber das hier ist halt nochmal extra Farbgranulat. Das heißt, es pusht auch nochmal ein bisschen die Farbe der Tiere. Was auch super gut funktioniert, ich würde nicht nur Trockenfutter geben, sondern auch gerne mal ein bisschen feines Frostfutter oder Lebendfutter. Ihr könnt zum Beispiel Artemia Nauplien verwenden. Auch für die erwachsenen Tiere ist das ein super schönes Lebendfutter oder Copepoden funktionieren auch sehr gut. Die Artemia Nauplien könntet ihr euch auch selbst züchten. Da gibt es ja auch einige Sachen, die wir euch hier im Fachhandel bereithalten, dass das auch gut funktioniert. Oder ihr kauft euch öfter mal eine Tüte Lebendfutter. Das geht natürlich auch genauso gut. Als Frostfutter kann man sonst sehr schön auch die Zyklops nehmen. Video zu Frostfutter haben wir euch ja auch schon mal bereitgestellt, wie man das eigentlich richtig verfüttert. Von daher schaut euch das gerne auch noch mal an, wenn ihr da noch unsicher seid. Man kann meinetwegen sagen, die bekommen 2, 3 Tage die Woche Trockenfutter und 2, 3 Tage die Woche Lebend oder Frost. Und habt dann einen schönen Mix für die kleinen Minifische hier und dann funktioniert das sehr gut.
ganz wichtig ist, auch wenn diese Zwergbärblinge der Gattung Boraras so klein sind, das ist mir ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, das ist kein Nanofisch. Nanofische, dieser Begriff ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Es ist wirklich ein Kleinstfisch, so würde ich sagen, aber der hat nichts jetzt in einem 10er, 20er Cube zu suchen. Dafür sind die nicht geeignet. Und die schwimmen schon auch im Schwarm eine längere Strecke, deshalb gebt dem Platz. Euer 60 cm langes Aquarium, das braucht jetzt nicht wahnsinnig hoch oder tief sein, aber ihr braucht da schon eine entsprechende Kantenlänge. Das ist eben das Ausschlaggebende, damit der Fisch sich schon so ein bisschen austoben kann und seinem Bewegungsdrang auch nachkommen kann. 54 Liter halte ich aber trotzdem immer auch für angemessen, dass man dieses Volumen hat. Damit ihr überhaupt wirklich auf Dauer stabile Wasserwerte, gerade wenn ihr nicht so erfahren seid in der Aquaristik, euch da erstmal rantastet, auch wirklich habt. Sonst könnt ihr natürlich auch sagen, ihr nehmt eine Sonderanfertigung, irgendein richtig schönes langes Becken. Das kann ja auch 1,20 Meter lang sein und dann vielleicht nur so 20, 25 Zentimeter in der Tiefe und in der Höhe. Wäre auch zum Beispiel ein super Fisch für so ein Aquarium. Strukturiert das schön mit vielen Pflanzen, das lieben die dazwischen zu stehen. Auch für Aquascapes könnt ihr die Fische super verwenden. Aber bitte nicht im Iwagumi, das ist häufig sehr, sehr hell. Da habt ihr wirklich nur eine Rasenfläche und der Fisch liebt es einfach verkrautet mit ein bisschen Moos und so weiter. Deshalb im Iwagumi lieber nicht. Aber sonst schöne Scapes mit vielen Pflanzen drin, schöne Rotallas. Da steht der super schön zwischen und wenn ihr schön lebend und Frostfutter füttert, dann kriegt ihr auch richtig knallige Farben. Wo wir bei knalligen Farben sind, möchte ich euch noch einen anderen Vertreter aus dem Bereich der Zwergwerblinge zeigen, nämlich hier den Moskito-Zwergwerbling. Der ist noch mal einen Ticken kleiner. In den meisten Fällen, ich habe auch schon Tiere gesehen, die wurden annähernd so groß wie der Maculatus, aber in der Regel ist der noch einen Ticken kleiner. Kriegt dafür ein richtig schön intensives Rot. Ihr seht es hier jetzt schon bei den Tieren. Na, die sind hier schon im Verkaufsbecken richtig schön rot. Die kriegen bei uns eben auch feinstes Lebendfutter und Frostfutter. Deshalb will die hier auch schon gut pushen können. Und eben gut ernährte Tiere bei uns erhaltet. Und der Moskito mag sogar noch einen Ticken wärmer als der Maculatus. Also da solltet ihr wirklich drauf achten, dass hier eigentlich nicht so unter 25 Grad geht. Der ist da ein bisschen wärmeempfindlicher und dass die Tiere dann irgendwie kränkeln und ein schlechtes Immunsystem haben. Das Risiko muss man ja gar nicht erst eingehen. Na, deshalb, wenn ihr einen richtig knallroten kleinen Fisch haben wollt, sonst ist der von den Haltungsbedingungen sehr, sehr ähnlich, wäre das zum Beispiel auch eine Idee. Auch so 8 bis 10 Tiere mindestens, weil es ein Schwarmfisch ist. Und da könnt ihr auch guten Gewissens, weil die so klein sind, in einem 60er Becken mal eine 15er Gruppe halten. Aktuell habe ich hier noch einen weiteren Vertreter außer Gattung Boraras, da nämlich den Erdbeerzwergrasbora, so wird er auf Deutsch meistens betitelt. Und das ist hier der Boraras nevus. Das sind die kleinen, die hier oben stehen. Ist auch eine super schöne kleine Art, die ihr eben genauso halten könnt wie den Kollegen Maculatus. Es gibt noch mehrere Boraras-Arten, die je nachdem immer mal verfügbar sind. Wenn sie verfügbar sind bei unseren Großhändlern, dann bestellen wir die natürlich auch mal. Zum Beispiel der Boraras uruf thalmoides, der sich besonders durch so einen richtig schönen prominenten schwarzen Strich auszeichnet und auch richtig klein bleibt. Oder auch Boraras mera. Den Goldfleck-Zwergwerbling, der schillert noch so ein bisschen anders. Teilweise ist es auch so, dass man da tatsächlich so ein paar Beifänge hat oder dass da ein Mix kommt. Der Maculatus, der kommt eigentlich immer Sorten rein und da hat man auch schon viele Nachzuchten, auf die man gut zurückgreifen kann. Also, wir halten noch mal fest, bei den Zwergwerblingen der Gattung Boraras, super gute Vergesellschaftung sind Zwerggarnelen. Ihr braucht weiches Wasser, nach Möglichkeit einen pH-Wert zwischen 6,5 und 7. Für den Brigetal, für den Moskitowerbling gerne noch ein bisschen wärmer als für die beiden anderen Genossen, die ich euch hier vorgestellt habe. Bei denen reichen so 24 bis 26 Grad, bei dem Moskito wirklich nicht unter 25 Grad. Feines Leben Frostfutter, feines Trockenfutter. Packt den nicht in ein Nano-Aquarium, also nicht irgendwo in so einen kleinen Cube. Der braucht schon Schwimmraum, 60er Kantenlänge ist da Minimum. Und dann habt ihr bestimmt ganz viel Freude mit diesen kleinen filigranen Fischen, vielleicht auch im Garnelenbecken. Ich hoffe, da konnten wir euch diese Arten ein bisschen näher bringen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.